Ich habe ja gestern über diese beiden Mädchen berichtet, die einen Geist gesehen haben, obwohl da nichts ist. Doch da war doch etwas. Findige Zuschauer unter euch haben da etwas in ein paar Frames entdeckt, das mir echt nochmal so richtig eine Gänsehaut verpasst hat. Und ich finde es wichtig, euch diesbezüglich ein Update zu geben. Hallo zusammen. Wer keine Ahnung hat, wovon ich rede, muss sich zuerst das Video von gestern ansehen. Dazu klickt einfach den ersten Link in der Videobeschreibung oder auf den Link im angepinnten Kommentar. Zuerst möchte ich noch kurz ein paar andere Dinge besprechen, die öfter im Kommentarbereich aufgetaucht sind. Viele finden das Lachen des einen Mädchens, das er später Angst bekommt, beängstigend. Manche schreiben sogar, es wirkt, als sei sie irgendwie besessen. Auch die Mutter reagiert etwas geschockt, dass ihre Tochter so seltsam lacht. Vielleicht ist da ja sogar irgendwie was dran und sie ist wirklich besessen, oder sie ist einfach nur extrem gemein und will ihrer Schwester so viel Angst wie nur möglich machen. Viele haben mir außerdem geschrieben, sie finden es seltsam, dass die Mutter lacht und dass es dadurch gestellt wirkt. Aber ich muss sagen, es ist genau das Gegenteil der Fall. Als Mutter muss sie lachen und mit Freude agieren. Wenn sie wirklich so agieren würde, als wäre da etwas und selbst Panik und Angst hätte, hätten ihre Töchter nur noch mehr Angst. Ich finde, das ist eine natürliche Reaktion, um die beiden die Angst zu nehmen. Wenn sie nicht lachen würde, würde es die ganze Situation für die Kinder nur noch schlimmer machen. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Update. Bei etwa einer Minute 46 Sekunden sieht man plötzlich eine undefinierbare Gestalt, die im rechten Eck des Türrahmens zu sehen ist, die ganz kurz aus dem Zimmer blickt und die beiden Mädchen und die Mutter beobachtet. Das Ganze passiert, als die beiden Mädchen weinend bei ihrer Mutter sitzen. Danke an den Hinweis, der stand irgendwo in den Kommentaren bei mir. Ich dachte zuerst, da will nur jemand trollen, aber holy shit, da ist wirklich etwas. Ich habe das beim Ansehen überhaupt nicht bemerkt. Was ist das? Es könnte natürlich jetzt ein Hinweis dafür sein, dass es nur eine Person mit Maske ist und alles von den Eltern inszeniert ist. Aber irgendwie sieht es für mich so aus, als hätte ein Mensch in diesem Eck gar keinen Platz, um sich so gut zu verstecken, dass man überhaupt nichts mehr von dem Menschen sieht. Wenn man sich hier nämlich den Schatten der Wand ansieht, sieht man, da ist nicht wirklich viel Platz. Und da man den halben Kühlschrank sieht, ist es ein weiteres Zeichen, dass es dort ziemlich eng sein muss, da der Kühlschrank wahrscheinlich direkt an der Wand steht. Ich denke, unmöglich ist das auch nicht, aber dass die Person durchgehend ganz still dort stand, ohne dass man irgendwas sieht, wäre wirklich eine Leistung. Das wäre natürlich Theorie 1. Theorie 2 wäre, dass es wirklich ein Geist oder ein Monster oder was auch immer ist, das kurz um die Ecke blickt und vielleicht auch nur kurz sichtbar war. Die Mutter reagiert auch nicht darauf und es sieht auch nur so aus, als wäre der Ausschnitt zufällig entstanden, da sie ihre Hände bewegt, damit sie ihre Tochter zu ihr kuscheln können, und genau in dieser Handbewegung filmt sie kurz diesen Türrahmen und so erkennt man das dann. Ich habe beim Ansehen wirklich einfach Gänsehaut bekommen, weil ich überhaupt nicht mehr damit gerechnet habe, dass da wirklich was zu sehen ist. Und ich habe mir auch davor die Kommentare dort durchgelesen auf Englisch und scheinbar niemand hat das bemerkt. Alle haben sich nur gewundert, warum die Kinder so schreien und so Angst haben, aber niemand hat dieses komische Monster oder Geist oder was auch immer bemerkt. Respekt an euch, an meine Community, dass ihr das gefunden habt. Ich glaube, mit euch können wir so gruselige Videos einfach nur noch gruseliger machen, weil ihr immer neue Dinge entdecken werdet. Was denkt ihr aber jetzt? Ist das der Beweis für einen Menschen oder doch der Beweis, dass da wirklich etwas Übernatürliches ist? All eure Meinungen dazu sehr gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dass ich euch dazu gleich mal ein Update gemacht habe. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen und wenn ihr das Video teilt, dann weiß ich gleich Bescheid und weiß, wenn was Wichtiges ist, dass ihr immer ein Update-Video wollt. Hier könnt ihr noch die Glocke aktivieren, so verpasst ihr gar keine Videos mehr. Und hier links und rechts kommt ihr noch zu zwei weiteren gruseligen Videos. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.